der Ausstellung geht es um eine der wichtigsten Schnittstellen von Kunst und Werbung, von Kunst und Kommerz in der Schweiz des 20. Jahrhunderts, nämlich um die 1902 gegründete Grafische Anstalt J.E. Wolfensberger, das war damals eine hochmoderne Steindruckerei, und um den dazugehörigen 1911 eröffneten Kunstsalon Wolfsberg. Dieser Kunstsalon, das war die erste private Verkaufsgalerie für zeitgenössische Schweizer Kunst, nicht nur auf dem Platz Zürich, sondern in der ganzen Schweiz. Die Vision meines Urgroßvaters war sicher, alle kompetenten Leute in einem Haus zu vernetzen. Und er war eigentlich von dem her gesehen ein ganz früher Netzwerker, dass man einfach Kompetenz bündelt in einem Haus. Wolfensberger wollte die Kunst und die Grafik zusammenführen. Er wollte im grafischen Gewerbe neue Maßstäbe setzen. Und so hat er die besten Grafiker seiner Zeit engagiert, um gute Grafik, aber eben auch Kunstwerke zu schaffen und diese im neu gegründeten Kunstsalon auszustellen. Umgekehrt hat der Künstler engagiert, um gute Grafik zu schaffen. Wir sind primär immer am Bild interessiert gewesen. Und darum ist die Nähe zu der Kunst sehr logisch. Wenn man gutes Bildmaterial braucht, dann muss man mit Künstlern zusammenarbeiten können. Ein besonderes Produkt im Hause Wolfensberger sind die Plakate. Und das habe ich schon früh gemerkt als Kind, weil das ist das einzige Druckprodukt, wo wir involviert wurden. Weil man hat uns in die Druckerei geholt und auch wir Kinder durften etwas zum Plakat sagen, weil das war wie eine Messgröße. Plakate haben so eine kurze Lesedauer, das muss auch ein Kind begreifen. Und das fand ich recht lustig, dass man uns dort als möglichen Maßstab mit einbezogen hat. Die Steindruckerei Wolfensberger ist eine von rund 30 heute noch weltweit bestehenden Steindruckereien, welche das traditionelle Handwerk beherrschen. Aber diese traditionelle Technik wird jetzt mit neuen Verfahren kombiniert. Und ich meine, dass diese Kombination von digitaler Technik und dem traditionellen Steindruck, das ist wegweisend. Da entstehen ganz großartige Kunstwerke, die auf eine andere Art und Weise und an einem anderen Ort nicht entstehen. Das ist etwas Einzigartiges. Der Ansatz ist eigentlich nicht die Technikbesessenheit von uns als Druckerei, sondern die Wunschliste von Kunden und Künstlern.